Hallo Felix. Ach, hallo Marina. Hi. Erzähl mal, wer bist du und was machst du? Also ich bin der Felix, ich bin 32 Jahre alt und seit knapp über 2 Jahren als stellvertretender Restaurantleiter im Klosterhof angestellt. Welche Aufgaben fallen denn an als stellvertretender Restaurantleiter? Zum einen vertrete ich den klassischen Chef de Rang, also unsere Stationskellner. Die anderen Aufgaben, die ich habe, sind diese Restaurantleiteraufgaben, die Vorplatzierung von Gästen in unserem Reservierungssystem, dass quasi jeder Gast auch einen Sitzplatz hat. Später unterm Service platziere ich dann auch die Gäste an den Tischen, dann unterstütze ich natürlich den Service auch ein bisschen. Am Ende des Abends geht es dann wieder zurück ins Büro, wo ich dann die Vorbereitung für den nächsten Tag treffe, wie die Menüs umschreibe. Du hast ja eigentlich mal was ganz anderes gemacht. Wie kam es zum Branchenwechsel? Ich habe die ersten Gastro-Erfahrungen nach dem Abitur gesammelt. Da habe ich für ein Jahr in einem Wirtshaus gearbeitet. Bin dann nach Freising, wo ich mein Landschaftsarchitekturstudium angefangen habe. Und währenddessen hatte ich auch einen Aushilfsjob in der Gastronomie. Da habe ich wirklich dann die Liebe zu diesem Beruf auch gelernt. Habe nach Beendigung des Studiums eine Ausbildung zum Restaurantfachmann drangehängt. Dann ging es über verschiedene Stationen bis nach Berlin und letztendlich bin ich jetzt im Klosterhof angekommen und seit 2,5 Jahren extremst glücklich über die Position, die ich habe, über den Job, über die Kollegen, Vorgesetzten. Es macht einfach wirklich Spaß, hier zu sein.